So, willkommen zurück zu Fit durch den Advent Part 4. Letzter Teil. Ihr seht, hinter mir ist alles ein bisschen weihnachtlicher geworden. Das heißt, ich bin mittlerweile aus dem Trainingslager wieder zurück und muss mich jetzt so ein bisschen darum kümmern, die Speicher aufzufüllen. Und da will ich euch mal ein bisschen mitnehmen, wie so mein Frühstück aussieht. Also, let's go. Das ist so ziemlich alles, was ich für mein Frühstück brauche. Und daraus machen wir jetzt Overnight Oats. Die sind einfach sehr gut geeignet für mich, weil man sie am Abend vorher vorbereiten kann. Man optimal versorgt ist und die ziemlich lange sättigen und man auch sehr experimentierfreudig damit sein kann. Also starten wir mit den Haferflocken, das sind jetzt hier 150 Gramm. Die gebe ich in meine Schüssel hinein. Und dann habe ich dazu noch so eine Mischung aus Leinsamen und Sonnenblumenkernen, die kommen auch noch mit dazu. Da sind wir bei 10 Gramm und das Ganze vermischen wir jetzt erstmal ordentlich. Als nächstes geben wir Pflanzenmilch hinzu. Ich habe jetzt hier Sojamilch, davon 250 Milliliter, sodass die Haferflocken gut bedeckt sind und über die Nacht die Flüssigkeit aufnehmen können. Nachdem wir die Milch hinzugefügt haben, kommen jetzt noch gefrorene Beeren und Chiasamen hinzu und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Und zack, fertig ist die Overnight Oat Bowl. So kommt die jetzt in den Kühlschrank. Wenn man es ein bisschen weihnachtlicher haben will, kann man natürlich auch noch Vanille oder Zimt hinzugeben, aber auch alle anderen Arten an Obst. Jetzt noch eine kurze Erklärung zum selber Keimen des Getreides. Ich habe hier jetzt Hafer, Gerste und Buchweizen. Und die kommen in so einen Keimturm, der kostet um die 20 Euro. Dann macht man jede Etage mit einem der Getreidearten voll, kippt oben 500 Milliliter Wasser rauf und macht das einmal morgens, einmal abends, kann hier unten im Auffangbehälter das Wasser austauschen. Lässt die so 2 Tage keimen, am besten an einem ja, relativ kühlen, aber sonnigen Ort. Und das hilft einfach, um die Nährstoffdichte noch ein bisschen zu erhöhen und ist eine gute Alternative zu ganz normalen Haferflocken. So, das war's zum Frühstück. Ist vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen, was ich als Leistungssportler täglich zu mir nehme. Probiert das Rezept gerne aus, variiert gerne, bringt eure Ideen ein. Ich bin gespannt, auf was ihr kommt, wie es euch schmeckt. Könnt mir auch gerne Bilder oder eure Rezeptvorschläge schicken. Da bin ich sehr gespannt. Wie gehabt, findet ihr jetzt im Anschluss noch alle näheren Infos dazu. Und sonst wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Danke fürs Mitmachen bei Fit durch den Advent und wir sehen uns. Ciao!